Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Borderlands 2. Und wieder mit dabei ist der springende Onkel von Gamers Check LP. Yeah, Berserker! Der Revano von Revano LP. Ja, hallo! Und natürlich auch der Sergeant Möller, der Sniper-Typ. Servus! Und der Gavax, die Frau. Ja, ich muss ja sagen, Möller, wenn der hier so rumsteht, da denkt man immer, der macht immer so einen kleinen Schiss. Ja? Mhm. Hat was in der Buchse. Der Kleine. Kackt immer auf dem Weg. Guck, jetzt hinterlässt er sogar Spuren hier. Siehst du das? Richtig. So, wo also brennst du denn dahin? Brennst du denn dahin? Ach, der brennt zu den Fahrzeugen. Das ist eine gute der, Idee. Der Kackspur hinterher. Genau. Der Kackspur. Ey, ja, überfahren. Ah, Sergeant, ey. Lass mir mal den Code, bitte. So, den Code? Ja. Lass mir den Code. Fahrzeug spawnen in. Und pink ist sehr schön. So, was ist denn unser Auftrag? Kontaktiere Leutnant Davis. Okay. Genau. So, also müssen wir da hinten hin. Da hinten. Aber ich habe eine Frage, das ist eine Hauptmission, ne? Nein. Keine Ahnung. Achso, okay. Ach so, ja, das kann schon sein. Weil ich wollte noch ein paar Nebenmissionen machen. Wenn aber keine da sind. Das ist schlecht. Pandora, wie ihr es kanntet, das Chaos, die Banditen, gibt es nicht mehr. Wenn ihr es zulasst, wird dies eine Ära der Ordnung seines Friedens. Ergebt euch einfach und ich verspreche euch, ich denke mir gerade, Gabax, was ist los mit dir? Er ist verkehrt, ja. Ach, bei mir hat es gerade geleckt. Okay. Der Gabax wird einfach. Er fährt über die Wolken. Und wie kommen wir da jetzt durch? Müssen wir da wieder E drücken? Ein Loch einballern. Das Knöpfchen durch. Loch einballern. So, dann drück ich mal auf das Knöpfchen. Mach ein kleines Mäuseloch ein. Rolands Echo-Kommunikator ist hin. Wir brauchen deine Hilfe. Da geht's. Alter, komm rein, yo. Komm rein, yo. Komm rein, yo. Junge. Reisen. Wir müssen hineinreisen. E drücken. Reisen. Oh Mann, ein Fahrzeug reisen. Hört sich an wie so ein Karussell oder so, weißt du? Die Zeit läuft ab und jetzt geht's gleich nach oben. Kennt ihr den Tower von Freefall Tower? Ja. Wart ihr da mal drauf? Ja. Wie findest du den Freefall Tower? Hast es nach Banditen sind geschafft, was? Ganz okay. Toll, dass ich ein vertrautes Gesicht sehen werde, wenn ich das Drecksnest in Schutt und Asche. Wo sind die Fahrzeuge? Und ich habe mich entschieden, dir mein Geheimnis später zu verraten, wenn du es verdient hast. Das Geheimnis der Autos verrate ich dir später, wenn du es verdient hast. Genau. Hier ist Energie, falls du welche brauchst. Ich. Ich hab nur 70, wo bist du? Wo ist Energie? Warte. Okay. Dankeschön, Energiekern. Hier, da. Drauf. Ich hab Energie. Was? Cool. Da. Da hab ich 9 eingesteckt. Geile Effekte haben die eingebaut, ne? Effekte! Das so, alles wir haben die Mission erfüllt! Ist. Yay! Juhu! So, Abschluss. Jetzt müssen wir sie bei ihm wieder abgeben, ne? Glaub ich. Ja. Mhm. Fragezeichen, reden. Oh, was ist denn das? Ich kann mich sogar entscheiden zwischen Riffel oder Bangstick. Nämlich die Riffel. Sprich mit Private Chester am Tor. Er wird dich in die Stadt lassen. Hatte ich vor? Nein. Die gefälligst gerade halt die Fresse. Junge! Alter, die wollen nur, dass wir reisen. Wir sind den ganzen Tag am Reisen hier. Oh, hast du welche? Nein. Reisen? Hm. Oh, da gibt's Belohnung. Ich darf mir was aussuchen. Oh yeah. Oh yeah. Beschluss! Aufpassen, Leute! Beschluss, aufpassen! Sorry. Achso, das. Er meint gar nicht mich. Gabax macht sich schon wieder Sorgen. Ach geil, guck mal, das Raumschiff von da oben schießt. Alter, krass. Wow. Oh, shit, nice. Wäscheleffekte. Warte, schieß zurück. Genau. Jetzt gleich siehst du, wie der Raumschiff abstürzt. Ja, gleich. Wieso werden wir beschossen? Nein, wir können uns gegen Partikel nicht schützen. Seine Aufklärungsmission nicht zurückgekehrt. Er hat für diesen Fall genaue Anweisungen hinterlassen und du kannst uns helfen. Nur du. Triff dich mit dem Mechaniker der Stadt. nur du und ich. Die Bauchrednerin.
Ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack. Finde bitte heraus, wo Roland ist. Sanctuary. Er baut auf den Ruinen des besten Bergbauschiffs der Dahl Corporation. Jetzt letzte Zuflucht für Diebe, Mörder und jetzt? Was war das? Kacke! Du bist von Hyperion? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen. Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass! Gute! Moment! Da hängt mich einer mit Kopf nach unten an einen Telefonmast, überzieh mich mit Honig und überlass mich dem langsamen Tod durch hungrige Spider-Ants. Du bist kein Hyperion-Roboter, du bist ein Kammerjäger. Das ist sowas wie ein Einhorn. Wahnsinn, ey. Hilfst du uns bei der Sache mit Roland? So, willst jetzt mal mit dem quatschen? Ich hab gehört, wie die Crimson Raiders darüber sind. Quatsch aber ganz schön viel. Roland sagte mir, wenn er jemals verschwinden würde, sollte ich Plan B einleiten. Oder wie er es nannte. Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. B, ich habe hier ein paar Treibstoffzellen. Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Ja, genau. Der hält so einen dicken, fetten Barren Iridium in der Hand. Der Scooter, ey. Hu, alte Fisch, oder wie war das, ne? Ich glaube, ich das hier auch. Hier ist eine Waffe für dich. Achso. Wie denn, was denn, Bruder? Da ist eine Waffe. Weg da. Waffe. Woran erkennst du das, dass das für mich ist? SMG. Weil du halt für SMGs gebaut bist. Ah. Wegen meiner zierlichen Kleidung. Richtig, klein und fein. Okay. Gehen wir in Stadtzentrum. Woran sehe ich, dass das ein SMG ist? Treibstoffzellen an die Triebwerkszünder an. Du brauchst nur eine Zeichen, Bitte, ne? Weshalb ich dir das Ridrock gegeben habe. Ja, vom Zeichen und halt, dass er klein ist. Aber sei vorsichtig. Aber er ist verrückt. Er hat mal einen meiner Wagen gefressen. Ja, den ganzen Wagen. Einfach mal so. Gucken, mit einer Gabel. 15 Schaden. War nicht mal so schlecht. Oh, geht der jetzt mal weg da? So. Bau die erste Treibstoffzelle ein. Macht er das. Alter, das ist eine Stadt. Ja, 29 die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Oh, guck mal. Dr. Zed. Oh. Den kennen wir doch vom ersten Teil. Tja, das piekst jetzt ein bisschen. Latsch. Alter Schwede. Wohl, mein Freund. Euer Zahnarzt auch immer so? Na, ich würde sagen, die ganze Nebenmission kann man schon mitnehmen, ne? Ja. Och, was ist denn? Meine Figur läuft von alleine. Sehr gut. So gerne wie ich dich fürs Töten bezahle, aber mir fällt gerade nichts ein, was getötet werden müsste. Ach so. Mir fällt gerade nicht ein, was getötet werden müsste. Ey, meine Waffe rastet voll aus. Was hat die denn für ein Problem? Du hast, glaube ich, nee, das liegt an der Waffe. Wenn du das so, er sieht cool aus hier. Banditen von Sanctuary, wie ich hörte, ist ein neuer Kammerjäger in eure Stadt gekommen. Liefert ihn einfach an mich aus, dann werdet ihr belohnt. Keine Sorge, niemand wird dich ausliefern. Du bist unsere einzige Chance, Jack aufzuhalten. Oh, wir haben einen alten Freund von uns gefunden. Welchen? Den denn? Hausmeister? Laptrap! Ich wollte dir die Abkürzung nach Sanctuary zeigen, aber du bist weggelaufen. Außerdem muss ich sagen, dass mir ein beachtlicher Mangel an Willkommen zurück Laptrap-Plakaten aufgefallen ist. Naja, sie sind sicher nur noch nicht fertig mit dem Dekorieren. Ich habe keine neuen Jobs für dich. Dein Eifer wurde aber wohlwollend vermerkt. Ja, wir müssen jetzt hier erstmal zum. Wir haben doch noch Aufträge, wollen wir die erst. Ja, dann, die würde ich, ja gerne noch annehmen. Aber nee, wir haben doch die dran Laufenden hier. Na, aber wir haben doch gerade die Ausrufezeichen trotzdem mal mit, Hier, guck mal, da. So viele Orte. Na, oder? Nein, zack. Roland sagte, wir brauchen einen Notfallplan, falls er verschwinden sollte. Deshalb all die Treibstoffzellen und so. Ist echt eine Schande. Er wollte dich wirklich kennenlernen. Ohne frisches Blut werden die Raiders nicht überleben.
Und wenn man sieht, wie du diese Banditen erledigt hast, würde ich sagen, dass Blut genau dein Ding ist. Liegt dir quasi im Blut? Blut. Auf jeden Fall. Hilfsguter bei Plan B. Okay. Auf jeden Fall haben wir hier echt viel krasse Missionen. Was willst denn du? Kauf irgendwas, dann kriegst du diese Dreckstreibstoffzelle gratis dazu. Hat eine Disco hier? Beim Anfassen sind dir zwei Finger weggefault. Und ich akzeptiere nur Iridium. Cash ist was. Oh, hätte das Moxes. Oh, cool. Wir haben uns nie gesehen. Cool, ich habe jetzt eine Dings geholt. Oh. Was so, einbauen. Du? Ich bin schon auf dem Weg. Was ist denn das hier? Rucksack, ne? Ach, guck mal, bei ihm kann man was kaufen. Was ist denn das? Erhöht Dauer auf die Anzahl an Objekten. Ah, okay. Und das kann man mit diesem Iridium kaufen. Was ist denn das? Wie kriege ich denn das? Das ist ja lila an das Geld. Wie kriege ich denn das? Tja, du hast mir gerade geholfen, seine Triebwerke wieder flott zu kriegen. Mach dich auf was gefasst. Lass dich bloß nicht wieder blicken. Dutch, hast du eine Ahnung davon? Das ist Iridium. Und Iridium ist selten und das sind halt solche speziellen Upgrades. Oder auch nicht. Mist. Okay, das sind halt spezielle Upgrades, Gegenstände extra für verschiedene Personen. Ich habe dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Aber ich habe die Goldkiste gefunden. What? Wo? Möchtet ihr einmal sehen, wie die aussieht? Achso, und die mit soll man jetzt öffnen mit dem Schlüssel oder nicht? Ja. Kann man, aber ich würde sagen, wenn wir vom Level höher sind, dann sind die Waffen auch vom Level viel höher. Okay. Weil jetzt kriegst du nur eine 8er Waffe und mit 30er Waffe ist doch besser. Das ist richtig, eine 100er Waffe. Wie viel Schlüssel hast denn du? 3, 2. Der Möller meine ich. Ich habe. Über 1. 102. Ja, bei 102 Dinger kannst du doch mal einmal aufmachen, damit wir mal gucken können, oder? Ach, Skin umtauschen. Weil selten scheint ja, aber es ist doch nur für ihn, oder? Kommt unterschiedlich, aber ich kann es gerne mal machen. Ja, bei 102 Schlüsseln, dann macht er nichts. Warte, lass uns alle da rumstehen. Wie kriegt man denn die Schlüssel? Ja. Sieht aus wie eine Badewanne. Durch gegebenenfalls so Codes, Keys. So, 3, 2, 1. Ja, ich will bestätigen. Hast du gekauft die Schlüssel oder was? So, und das sind jetzt halt. Alt. Ja. Mehr brauche ich glaube ich nicht sagen, ne? Beispiel der hier hat für Nahkampfangriffe, Elektroschock, Spike Schaden zu Chance bei feindlichen Elektroschock Schaden, bla 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 bla. Das wäre dann so gesehen für Nahkampf, das wäre dann halt für Ravano. Der rechte. Der rechte ist für dich, Ravano. Welche nehmen? Ja. Oder du nimmst den für Nahkampfschaden, also Explosivschaden. Ja, ich gehe ihn verkaufen. Was? Ich bin voll, ich muss irgendwas verkaufen. Achso, ich dachte, du gehst jetzt den Verkauf. Nee, den nehme ich natürlich, klar. So, was haben wir hier? Kapazität, Lade, fügt Nahkampfschaden. Händler sind auch da vorne, ist einer. So, Was? Dann Schaden kann betroffen. Feinde, Stromschläge versetzen. Ja, also Level 8 und das ist auch Level 8. Ja, und der zweite ist doch auch für Nahkampf. Das ist doch überall so, dass die Schaden den Angreifern zufügen. Ja, aber bedenke, das eine ist E-Schaden, das andere ist Explosivschaden. Ja, was macht das für einen Unterschied? Vom Charakter her oder was? Wenn du Explosivschaden hast, macht es Bumm. Macht es E-Schaden, bist du mit Elektroschocks vollgekommen. Ja, das ist mir schon klar, aber ist das dann von Charakter zu Charakter unterschiedlich, was derjenige braucht? Weil du meinst zu ihm, das rechte oben wäre besser für ihn? Also ist er irgendwie auf Elektroschocks spezialisiert, oder? Nee, ich gehe mal davon aus, dass Elektro besser ist, anstatt Explosiv, weil mit Elektroschocks kannst du doch alles lahmlegen und mit Explosiv machst du ja nur Bum Bum und sowas. Ja, für dich wäre zum Beispiel Säure ganz gut, würde ich sagen. Oder also der Schock-Ding ist meiner, ne? Du kannst hier beide nehmen, wenn du willst. Brauchen die anderen keinen, jetzt soll doch jeder eine haben, oder? Wie soll man denn sowieso bloß zwei? Also bleiben zwei sowieso leer aus, von daher. Man kann doch eh nur einen antragen, also.
Ja, okay. Jetzt hat er genau den falschen genommen. Wieso, da stand für den Nahkampf. Nimm du das noch, Gabax, oder? Bitte was? Willst du Hand, Gabax? Ja, nimm ich. Gut. So, da steht, fügt Nahkampfangreifern Explosivspike-Schaden zu. Das heißt, soll ich lieber den anderen nehmen, oder was? Wie du möchtest. Jetzt ist es zu spät. Das passt schon. Das, wenn ja alle eingesammelt sind, fragst du, soll ich über den anderen nehmen? Das ist auch clever. Ich würde sagen, wir arbeiten mal hier ganz kurz noch die Ausrufezeichen ab, ja? Ja. Und den. Ach, er schon wieder. Geld zurück. Diese Waffe funktioniert nicht. Kein Problem. Die Waffe funktioniert nicht. Wieso? Geht doch. Ich hab mal eine Frage an euch. Ihr wart ja vorhin bei dem Metzger drin, da bei dem Doktor, ne? Ja. Man kann den Patienten abballern. Ja, der Patient konnte man abballern, der war rot markiert. Sollen wir das mal machen? Wird der Arzt dann sauer, oder? Warum? Sollte man das tun? Ja, weiß ich nicht, wenn das schon markiert ist, so aus Spaß, einfach mal abballern. Der Gabax öffnet einfach die Türen alle. Ja, ich mach die Quest, die wir hier gerade haben. Komm vorbei, ich habe Arbeit. Ach, guck mal, hier kann man eine Belohnung abholen. Warte mal her. Okay, weißt du, was besser ist, als jemanden mit Projektilen umzulegen? Ihn mit Projektilen umzulegen, die brennen. Hey, Kammerjäger! Wenn du zu den. Hey, Soldat. Wenn du dies hörst. Was ist denn jetzt? Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt, Scheiße, dem ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst ihn nutzen, um alles, was du willst, darin aufzubewahren. Dies ist jetzt dein Zuhause. Viel Glück. Was soll denn das? Ich hatte gerade eine Mission angenommen, da unterbrecht ihr das Quatsche von meinem Typen. Okay. Das weiß ich nicht. Na doch, du hörst du das Gequatsche auch. Nein, habe ich nicht. Na, aber wir waren doch gerade da unten. Warum rennt ihr denn von dem Ausrufezeichen weg und macht irgendwas? Verstehe ich nicht. Wir machen die Quests, die wir haben, die gerecht. Ja, das ist doch sowieso eine Dings-Quest. Ja, hier, River. Klaut erstmal die ganze dreckige Wäsche. Ja, ich wollte meine reinlegen. Ach Gott, so. Das ist doch sowieso der Hauptquest. Die geht doch sowieso immer weiter. Na, warum geht das nicht auf? Der Gabax hat so ein Abhörgerät aktiviert. Oh, Gabax, du bist viel zu schnell, ey. Wie? Gar nicht. Warten, wir haben gerade eben noch gesagt, wir machen die gelben Frage, Ausrufezeichen. Was warst du? Machst du Hauptmission weiter. Du hast. Haben wir gerade gesagt vorher noch. Hast du sogar noch ja gesagt? Nee, du hast das gesagt. Oder habt ihr? Ja, oder keiner habt hat ihr, zugestimmt. Klar hast du ja gesagt. So, dann nehmen wir die doch mal an hier, da. Nutzen. Schnell raus. Cool, versuch grad richtig da rauszukommen. Vier als Banditen getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Okay. Gabax, nimm doch schnell eine andere Mission an. Hier, guck mal, in der Kneipe. Da nehmen wir auch nochmal einen an von diesem Sheriff. Komm, wollen wir nicht zusammenbleiben? Na nö, Gabax macht seine Tisch alleine, das ist doch. Der Gabax. Name, ich hätte gern einen schöneren Namen, bevor mein Almanach in den Druck geht. Wo seid ihr denn? Such ein paar Bullimon-Knochenhaufen, ja? Ich lerne etwas über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. Okay, ich spreche den jetzt mal an, ne? Okay, Anmeldung akzeptiert. Set braucht 20 mm Bettessigkeit, was? Sofort. Hey! Rolands Jungs haben diesen Hyperion-Drecksack erwischt, wie er sich in die Stadt schleichen wollte. Es hat wohl seine Lunge getroffen. Der Knabe braucht dringend eine Operation. Komm her und hilf mir bei dem Eingriff. Das ist nämlich jetzt so. Wenn du den nämlich erschießt, kannst du nämlich die geile Mission machen. Einen kleinen Einschnitt direkt unter dem Brustbein vor. Aber sei vorsichtig. Nicht, dass du die Herzarterie erwischt. Ich würde ihn einfach in den Kopf schießen, hat er keine Schmerzen. Ach, guck mal. Wer war das jetzt? Ein Stück Iridium? Verdammt! Wie oft soll ich es euch Idioten noch sagen? Man kriegt keine Schleckkräfte, wenn man dieses Zeug schluckt. Dieses Bruchstück ist auf dem Schwarzmarkt nichts wert. Es ist noch nicht verdient. Der Typ jetzt tot? Vielleicht ja, guck dir mal das Gesicht an. Tennis am anderen Ende der Stadt bringen. Sie kann dir viel über dieses Iridium-Zeug erzählen, wenn sie sich wegen ihres tollen, echten Doktortitels nicht mal wieder zu fein dazu ist.
Und wenn du Arbeit suchst, melde dich bei mir. Ich hab welche. Okay. Das letzte, was der Patient gesagt hat, war den Dübels aufgeschlitzt. Keine Ahnung. Nicht. Irgendeiner hat wahrscheinlich Möller. Ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht. Hier, er wackelt schon so. Ja, da, er klatscht schon. Ja, der hat mit seinem Ninja-Schwert, hat er sich gedacht, genau. Ich kill den mal, oder? Ja, aber ich würde sagen, bevor wir hier noch weiter irgendwelche fröhlichen Quests annehmen, machen wir erstmal Pause. Oh, okay. Und dann nächstes Mal weitermachen. Jo, ich freue mich. Na, also würde ich sagen, wir machen hier Schluss erstmal für diese Folge. Ist das eine Frage? Ja, nee, das ist eine Aussage. Und wenn es euch gefallen hat, ne, also an die Zuschauer jetzt, nicht an dich, Onkel, dann könnt ihr gerne einen Daumen da lassen, vor allem auch mal bei den anderen vorbeischauen, zum Beispiel beim Sergeant Möller oder beim Onkel, also dem Gamers Check LP oder dem Sergeant, Quatsch, dem Revano. Den hatte ich ja gerade schon. Ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Tausend.